Willkommen zu Frequentraveler TV, heute mit meinem Mittwoch, aber an einem Mittwoch. Hier geht das jetzt, nachdem ich fast eine halbe Stunde in dem Vielflieger-News schon gesprochen habe, geht's weiter. Habe auch ganz vergessen, meine Stimme zu ölen. Aber ich gebe euch ein frisch gepresstes Update von den frisch gepressten Folgen. Und zwar gehen wir uns ein bisschen mal auf Merit einschießen. Und zwar bei Merit schauen, welche Promotions da gerade laufen. Eine habe ich mir rausgepickt, das ist diese Home and Suites-Geschichte. Da gibt es fünffache Punkte. Und gerade kommt die Erinnerung rein, dass ich nach Berlin losfliege bald. Also insofern, da solltet ihr zum Stammtisch kommen in Berlin. Deshalb werde ich heute die Sendung auch eventuell etwas früher freischalten. Und wir werden Themen haben, nochmal Choice Privilege Promotion, die ist verspätet, da gibt es 8000 Punkte. One World wächst weiter, da kommt noch jemand dazu, der ja schon Connect-Partner war, neben Oman Air, die ja schon versprochen waren. Dann haben wir 31.000 Lufthansa-Meilen mit dem Abo von Welt und Welt am Sonntag, also quasi die einzige Zeitung, die Mario empfehlen kann und würde. Hilton Honors Punkte mit 100% Bonus kaufen, nicht mit 105. Also das heißt, das ist ein Prozent, die 5. Und dann natürlich ein Deal, so ein Deal in der Business Class. Ich ändere das direkt mit den Prozenten, dass der Fehler sich hier nicht weitergeht. Und dann natürlich in der Business Class von Oslo über Frankfurt, München nach Korea. Und das Ganze für 1.299 in der Business Class. Bonusklasse. Pah. Und falls ihr die Sendung nicht gesehen habt von heute mit WestJet und der neuen Baerbaum-Rate, nein, das ist eine Business-Class-Rate, ihr dürft alles mitnehmen. Das ist keine Ultra-Basic-Rate. Wie hieß die nochmal? Ultra-Basic, genau. Das ist krass, krass, krass. Jetzt Kanal abonnieren, Glocke an, Like machen, ich trinke einen Schluck. Und natürlich kommentieren, abonnieren und Freitag komm, mach. Ich freue mich auf euch. So, das erste Thema, was wir hier haben, das ist Marriott Bonvoy. Die haben auch wieder in Juni Promotions. Wir können einige Promotions uns nochmal angucken. Und zwar ist die erste Promotion von denen die fünffache Punkte. Die gucken wir uns gleich nochmal im Detail an bei Home and Rentals. Dann gibt es den Mystery Bonus Sale. Der geht bis zum 24. Juli. Dass man halt da Punkte bekommt. Jeder hat so einen anderen Prozentsatz. Einige haben 45, 35, also insofern, da gibt es etwas. Wer essen geht, sollte da auch nochmal drauf achten bei Marriott, weil das zählt ja auch quasi zum Umsatz dazu, wenn man den Ambassador haben möchte. Da gibt es 500 Punkte jedes Mal, wenn man dort dinet. Das ist der Bonus vom 1. Juni bis zum 30. Und es gibt einen Offer, was man auch getargetet hat, also dass das auf Leute nur, die eine E-Mail bekommen haben, gilt. Das ist dieses Offer für Aufenthalte, wo ihr halt da auch nochmal Goodies bekommt. Dann gibt es in China, wer in China sein sollte, auch nochmal das Angebot 20% zum Beispiel Rabatt bis zu, wenn man essen geht. Und was auch interessant ist, ist ja diese Fast-Track-Geschichte, die noch läuft bei Marriott und bei Chris Flyer. Das sollte man auch im Kopf behalten. Heißt also Chris Flyer Gold, Marriott Bonvoy Platinum Elite Status Match und Fast-Track-Geschichte. Dann gibt es noch mal eine New-Member-Promotion. Dann habe ich noch eine Promotion, die mir gerade einfällt, die ich gar nicht aufgeschrieben habe. Und zwar war das, dass man achtfache Punkte kriegt bei Miles and More, wenn man bei Marriott übernachtet. Wichtig ist aber, es klappt halt nicht so, auch wenn man von Miles and More weitergeleitet wird. Man muss Miles and More als Sammeloption eingegeben haben. Dann kann man die achtfachen Punkte kriegen. Einige haben auch berichtet, dass sie keine gekriegt haben. Ja, natürlich nicht, weil man kann nur entweder oder. Also Double Dipping gibt es nicht mehr wie bei Hilton. Das ist schon Jahre tot. Also insofern, wenn ihr die achtfache Aktion haben wollt, dann müsst ihr da wirklich das eintragen. Dann gibt es aber auch nur Miles & More Punkte und ihr könnt an den anderen Promotions nicht partizipieren. Und ihr müsst dann über die Miles & More Webseite gehen und dann werdet ihr rübergeleitet. Dann, wenn ihr so eine Rate-Promotion machen wollt oder sowas, dann müsst ihr halt auch wirklich bei Marriott buchen, weil sonst macht es keinen Sinn in meinen Augen. 30% weltweit, da kriegt man Rabatte. Dann gibt es nochmal für Mitarbeiter bei Fluggesellschaften Rabatte. Und das ist halt das Marriott International Airline Leisure Rate, das gibt es seit vielen Jahren. Dann gibt es Marriott Friends and Family Rate Plan und dann solltet ihr auch immer wieder in euer eigenes Portal reingucken. Vielleicht gibt es da irgendetwas, was es
für andere nicht gibt. Und wir haben natürlich noch den Hinweis, dass ihr euer Marriott Bonvoy Konto mit dem United Mileage Plus Konto verbinden solltet. Also ich bin mal gespannt, ob man jetzt bald noch mal eine globale Promotion kriegt, weil gerade die letzte ist ja schon vor Monaten aus, ich glaube April oder sowas, also die ist seit Mai, Juni, über einen Monat keine neue Global Promotion, das soll kommen. Und das Einzige, was halt jetzt neu gekommen ist, das ist diese fünffache Bonus-Promotion, auf die wir uns nochmal einschießen wollen. Und zwar ist das hier wieder entspannt und gespannt. Wir erinnern uns ja, als Airbnb auf den Markt kam, da war es ja so, dass man gesagt hat, ne? Dass das alles nicht so ganz hippie-hip war. Und da muss man natürlich sagen, ja, das kann ich verstehen, weil man da nicht Wettbewerb hatte. Aber dadurch, dass die Hotels ja jetzt auch angefangen haben, weniger Hotelleistung zu bringen, heißt also Zimmer sauber zu machen und so weiter und so fort, alles natürlich nur für den Umweltschutz, unterscheidet man sich ja auch von den Airbnbs nichts. Und deshalb gibt es jetzt von Marriott, neben dieser Vacation Ownership, die von Hyatt übrigens auch genutzt wird über Marriott China, gibt es diese Homes and Villas Promotion. Und da kann ich euch nochmal ein Bild zeigen. Die gibt es dann dort. Wo haben wir es? Da haben wir es. Immer wenn ich das nicht vorbereite. Ne? Aber ich habe ja das zumindest den Browser schon so durch. Also die Promotion gebe ich euch jetzt aufs Auge. Da haben wir es. Man muss sich immer ein bisschen konzentrieren, wenn man das nicht oft gemacht hat, weil ich das, ich weiß, nicht vergessen habe. Man kann das jetzt search with AI, also auch hier gibt es AI. Da gibt es die fünffache Punkte on all home rentals. Und wie der Name schon sagt, das sind halt wirklich Wohnungen. Das ist halt Airbnb, aber von den Hotelketten. Und wenn man halt da guckt, da gibt es verschiedenste Beschreibungen, die halt kuratiert worden sind. Eclectic Escapes, Farmhouse and Barns, wenn man das halt möchte, oder Gourmet-Küchen oder Cabins and Tree Houses, Epic Pool Homes. Lass uns das mal mit den Epic Pool Homes machen. Dann seht ihr das. Aber es ist halt jetzt nicht wirklich günstig, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man hier die erste Villa Buratica nimmt, da kostet die erste Nacht festhalten irgendwie 21.000 Dolores. Aber dafür kannst du natürlich auch 14 Gäste mitnehmen. Ich sag jetzt mal, ich möchte mal gucken, vom 14. bis zum 28. Wir haben 14 Gäste maximal, machen das a play. Und wir wollen natürlich, man zahlt 85.340 Punkte, British Pounds. Ich weiß nicht, warum das British Pounds in Griechenland ist, aber das war wahrscheinlich die englische Seite. Und gibt aber whopping 543.000 Punkte. Aber mit 85.000 fehlen euch natürlich dann noch schlanke, wenn ihr vier Nächte habt, 96 Nächte, um den Ambassador zu machen. Das heißt also, diese Gastregelung, die habt ihr nicht ausgehebelt mit dem Umsatz. Also ihr müsst da ja 23.000, glaube ich, 24.000 Dollar Umsatz machen pro Jahr ohne Steuern. Aber diese fünffachen kann man natürlich auch für Objekte nehmen, die günstiger sind. Für den einen oder anderen ist das sicherlich eine interessante Geschichte. Wer Airbnb mag, kann das auf dem Weg machen. Aber auch hier der Hinweis, es ist wahrscheinlich teurer, als wenn ihr das direkt buchen würdet, weil irgendwo müsst ihr ja die Punkte dazwischen bezahlen. Jetzt kommt ein schöner Wind auf. Dann hatte ich gestern noch mal eine Nachfrage wegen Choice Privileges. Das war allerdings natürlich von einem meiner internationalen Concierge-Kunden. Und zwar Choice Privileges ist hier in dem Bereich natürlich etwas mehr im Norden. Und da ist es so, die haben jetzt eine Sommerpromotion gemacht, die zwischen Aufenthalten vom 5. Juni bis zum 5. August gehen sollten. Entschuldigung, vom 3., aber die sind jetzt erst am 5. anfangt, weil er halt jetzt ein bisschen uncool das fand, dass das erst einen Tag oder zwei Tage später war, weil er damit seinem Aufenthalt verlängert hat. Aber es ist halt, ja, das passiert. Das ist Problem. Aber er hat auch gesagt, ja, ich hätte aber gerne diese Gutscheinkarte gehabt, die es da gegeben hätte. Aber das ist halt diese alte Choice-Nummer, wo man zweimal Aufenthalt und eine 50 Euro Giftcard kriegt, also eine Dollar Gutscheinkarte kriegt.
Aber in dem Fall ist es das Problem, die rechnen das immer in Punkte aus, dann kann man die Punkte auscashen. Ist halt so ein bisschen catchier als Punkte in deren Augen. Aber das nur so als Hinweis, wer von euch vielleicht da auch bei Choice Hotels war und damit geliebäugelt hat und mit dem Status da, mit den Punkten da seinen Aufenthalt verlängert hat oder was auch immer, um das zu kriegen. Leider nicht. Dann geht es weiter mit der One World. Und bei der One World gibt es Zuwachs. Fidschi, ja, direkt knallhart Fidschi. Und Fidschi Airlines ist jetzt das neueste Mitglied. Die Oman Air ist ja bestätigt worden, die kommen auch 2024. Aber Fidschi Airlines, die kommen jetzt auch dazu. Die waren nur ein Connect-Partner. Und damit ist es wirklich so, dass man, ich finde die sympathisch, ich finde die Library auch schön, dass man wirklich da bekommt, dass man da halt wirklich mehr bekommt. Und was auch interessant ist, ist, dass man jetzt da auch anfängt, Hawaiian Airlines vielleicht zu umgarnen, die ja dann auch eingenommen werden von den Freunden von Alaska. Aber das ist halt eine relativ coole Geschichte, dass die Allianz da, da habe ich das Falsche geklickt. So, jetzt habe ich es richtig. Das ist natürlich spannend, dass an der Geschichte die One World wächst, die SkyTeam, die wächst und die Freunde von Starlines wachsen nicht. Ich bin mal gespannt, was dort in Dubai auch alles besprochen worden ist, hinter den Kulissen, wo man gesagt hat, hey Timmy, willst du nicht zur Starlines kommen? Bin mal gespannt. Interessant war übrigens auch in Dubai, war keiner von Airbus. Von Airbus war keiner dabei. Gut, also da haben wir Zuwachs bei der One World und ich hatte ja auch noch heute mit einem Kommentar unter meinen Postings gesehen, da hat jemand ja auch gesagt, Richtung Osten fliegt er halt mit One World Airlines, Finnair und so weiter. Kann ich euch das zeigen? Na, machen wir jetzt nicht, machen wir später, müsst ihr mir glauben. Das war unter der Sendung von gestern. Also insofern könnt ihr auch gerne kommentieren, was ihr von One World Airlines haltet und ihr könnt auch schreiben, was ihr davon haltet, dass die One World wächst mit der Fidschi und, Fidschi heißt es ja, mit Fidschi und mit der Oman. Eher in meinen Augen gute Fluggesellschaften, also komplementierend. Wir haben 31.000 Punkte mit einem Abo, die wir bekommen können. Und zwar ist das Abo von der Welt und Welt am Sonntag. Miles & More Miles sind es natürlich. Und die kosten 396 Euro. Das sind 1,27 Cent pro Meile. Aktionsende ist der 31.07. und Dauer ist 6 Monate und die Zahlung löst dann natürlich auch die Meilengutschrift aus. Kündigung ist natürlich immer nicht zu vergessen, das solltet ihr machen. Da könnt ihr dann natürlich auch nochmal Punkte sammeln, also 31.000 Stück. Ist das vielleicht was für euch? Sollen wir das als Frage des Tages machen? Wie findet ihr das Weltall mit den Punkten? Oder seid ihr auch der Meinung wie Mario, dass die Welt und Welt am Sonntag ein gutes Produkt ist? Wer bei Hilton Kunde ist, liebäugelt ja manchmal mit Programmen oder beziehungsweise mit Hotels, die Geld kosten. Und diese Geldkosten kann man ja reduzieren, indem man strategisch mal einkauft. Und im Moment gibt es bei Hilton eine Aktion. Und die Hilton-Aktion, die ist relativ geil, weil wenn man ehrlich ist, ist es so, dass die gerade gestartet ist am 4. Juni, bis zum 23. Juni geht, 100% Bonus gibt. Und das ist das Höchste, was die bis jetzt gegeben haben. Man hatte das natürlich schon im April, wo es die 100% gab, nur so als Hinweis. Aber ihr könnt ja jetzt mal gucken, ob ihr die Meilen kaufen wollt. 240.000 plus 240.000 Bonusmeilen, das sind 480.000, die kosten zusammen 2.400 Dollar. Und das sind dann halt ganz klassische 0,5 Cent, Dollar-Cent pro Meile und ihr könnt natürlich da, wenn ihr die Karte kauft, dann ist es natürlich so, dass ihr den Return maximieren könnt. Wichtig wäre zum Beispiel, die Hilton-Karte könnt ihr nutzen. Wobei es aber da nicht wirklich was bringt, weil die geht ja über points.com. Deshalb wäre hier zum Beispiel eine Kreditkarte relativ cool, die Chase Freedom in den USA, die City Double Cash, Capital One. Ich persönlich bin ja ein Freund von der Chase. Da könnte man wirklich was machen. Und jetzt ist es natürlich so, macht das Sinn, die Punkte zu kaufen?
Ja, wenn ihr einen Use Case habt, also wenn ihr da guckt, aber ich sag mal so, wenn man bei Hilton, die haben ja diese Floating-Geschichten, da fängt eine Nacht bei 10.000 Punkten an und geht dann weiter bis 120.000 und Waldorf Astoria Malediven geht sogar bis 150.000 Punkte. Und wenn man die dann halt als Basis nimmt, dann ist es halt so, dass man die Kosten der Awards so ein bisschen, naja, vergessen kann. Und das Einzige, wo man wirklich noch was gewinnen kann, ist, wenn man die Fifth Night Free ausnutzt. Heißt also die fünfte Freinacht, also die fünfte Nacht, die dann kostenlos ist. 4 Nächte zahlen, 5 Nächte bekommen. Das wäre eine Option, um das Ganze auszuhebeln. Also da nochmal mein Hinweis in diese Richtung. Schreibt unten, kommentiert schön. Und jetzt geht es direkt auf die Karte, weil wir haben einen Deal Zone Deal. Das ist ein klassischer Lufthansa Business Class Deal, den wir da gefunden haben, von Oslo über Frankfurt zum Beispiel nach Seoul für 1.299 Euro beginnend. Je nachdem, wie man umrechnet, ist auch 1.310-ish. Ja, also nur... Lasst mich ein bisschen reißerisch sein. Ihr wollt natürlich jetzt die Karte sehen, die gebe ich euch auch aufs Auge. Da haben wir sie. Und zwar, da ist es so, dass die Strecken 710 Meilen sind, 5.332 Meilen sind es dann nach Incheon hin und zurück, sind zusammen 12.064 Meilen. Interessant an der Geschichte ist halt wirklich zu wissen, es ist eine P-Klasse, 6 Tage Mindestaufenthalt, Nacht von Samstag auf Sonntag geht natürlich auch. Und wenn man dann die Buchungsklasse P anguckt, sieht man halt, wie viele Meilen es hier gibt. 19.000 bei Air Canada, Singapur bringt auch nochmal 15.000, 12.118 bei Miles & More und SAS. Aber denkt dran, SAS ist raus ab 1.9., die zählen nicht mehr. Und dann würde es nämlich mit 0 Meilen hier aussehen bei der ganzen Geschichte. Also, dieser Deal Zone Deal ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Buchungsklasse P natürlich, ist nicht unbuchbar, ist natürlich das Thema. Aber von Oslo aus zu fliegen, ist ja auch relativ hübsch in der Business Class. Kein Allegris, also keine Gefahr der Allegris. Und also ihr kriegt kein Flugzeug, was Allegris hat, um es so zu formulieren. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, bei unserem Meilenmittwoch an einem Mittwoch. Und ich freue mich, euch zu sehen und zu kommentieren, wenn ihr kommentiert, oder zu antworten, wenn ihr Fragen habt. Kein Hinweis lange mehr gemacht für meine Rufnummer auf +1 323 80 FQT TV. Könnt ihr mir jedes Mal schreiben, ob auf WhatsApp oder auf Telegram. Könnt ihr auch nach FQT TV gucken. Kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr promoten. Telegram, wer nutzen möchte. Aber für euch jetzt der Abspann. Danke, dass ihr heute dabei wart und wieder viel Spaß. Also bis dann. Ciao, ciao. Thank you.